Gesellschaft. Vielleicht verwundert ihr euch über dieses Schauspiel. Doch wundert euch nur weiter. Ihr befindet euch gerade auf elfischem Gebiet. Zu mittelelfischer Zeit. Also schnell gerechnet, nachts. Hier regieren Königin Titania und König Oberon. Oder wie die Franzosen sagen würden, Oberon. Alberon. Der regierende Alb. Mein Herr. Ein Traum von einem Alb. Ihr Damen, ihr, deren zarte Herzen die kleinste ungeheuerliche Maus, die auf dem Boden kriecht, fürchtet, ihr werdet jetzt sowohl zittern als zagen, wenn es nachtet und der Alb erscheint. Und ich, Puck, umhergeiste. Darum wisset, dass ich nur paniere, zwar geistig umnachtet, aber beileibe kein Gespenst bin und Oberon ein manierlicher Geselle ist. Was das Übrige betrifft, lasst Puck, Oberon, Titania, die anderen Elfen und das Klavier sich ausführlich äußern. Soll angetreten werden. Einen Spuk will ich veranstalten, der den Elfen die Flügelchen schlackern lassen wird. Thank you.
Schatten Anstoß erregt haben. Denkt nur dies, dass ihr hier nur geschlummert habt, während diese Gesichter vor euch erschienen sind. Alles sei wieder behoben. Dieses Stück von Torheit und Verrücktheit, verehrte, tadelt nicht. Wenn ihr vergebt, so wollen wir uns bessern. Und, so wie ich ein ehrlicher Puck bin, wenn wir das unverdiente Glück haben, jetzt der Schlangenzunge zu entgehen, so wollen wir den Schaden bald wieder gut machen. Sonst nennt den Puck einen Schwätzer. Und nun, habt Dank. Öffnet eure Hände, wenn wir Freunde sind. Und bringt die Handflächen knallend zusammen. Adieu.